Also, wie ich denn so trainiere, wurde ich schon öfters gefragt. Tja, im Prinzip, da mache ich ein schwachstellenbasiertes Training. Heißt also, mir selber ist bewusst, dass ich einfach dünnere Arme und Beine habe im Verhältnis zur Brust und zum Rücken. Das liegt daran, dass meine Arme und Beine sehr lang sind und ich ein Sitzzwerg bin. Heißt also, im Sitzen mit einem sehr kurzen Oberkörper fällt es schon einfach auf bei mir. Und jeder Mensch hat seine Dysbalancen. Manche haben eine etwas schmälere Taille, dementsprechend auch meistens einen schmalen Schulterbau. Und wenn man einen schmalen Schulterbau hat, dann wird man es schwerer haben, obenrum sehr breit zu sein, auch etwas schwerer haben, einen breiten Lat aufzubauen. Aber man wird es leichter haben, eine pralle Brust aufzubauen, weil die Fläche, auf die sich der Brustmuskel verteilen muss, einfach kleiner ist, dadurch, dass die Schultern näher zusammen sind. Und der Brustmuskel in der Regel trotzdem gleich viel Volumen einnehmen wird bei gleicher Leistung. Ja. Und grundsätzlich ist es natürlich auch vorgegeben, wie groß deine Muskulatur maximal werden kann bei einem gewissen Körperfettanteil. Also manche Sachen sind einfach ein Stück weit angeboren und dann eben auch gewisse Vorlieben, die man da hat, weil man einfach auch sieht, hey, die Brust, die wächst schneller. Dann hat man vielleicht am Anfang von seiner Bodybuilding-Karriere auch eher Lust, die Brust zu trainieren, weil man da schneller Erfolge sieht. So war es nämlich bei mir. Ich habe recht schmal gebaute Schultern. Zusammen mit der Kombination von dem kurzen Oberkörper habe ich dann auch noch einen recht breiten Rücken im Verhältnis zu dünnen Armen und dünnen Beinen. Und jetzt habe ich erwähnt, dass ich ein schwachstellenbasiertes Training mache. Das bedeutet also, ich lege meinen Fokus besonders auf Arme und Beine. Da ich aber auch eine gut trainierte Brust sehr wichtig finde, haue ich auch da noch richtig rein. Und was für mich jetzt weniger wichtig ist, ist es, dass ich den Rücken noch unverhältnismäßig stark steigere, weil ich da einfach schon etwas Vorsprung habe zum restlichen Körper. Liegt aber auch daran, dass ich solche Übungen wie Kreuzheben super geil finde und die immer sehr gern gemacht habe. Und die stärken auch den Rücken. Letztendlich kann ich dann also sagen, habe ich mein Training immer unterschiedlich aufgeteilt, aber vorrangig mache ich so, dass ich mir erstmal aufschreibe, okay, an einem Tag trainiere ich Arme, Schultern, isoliert, was nicht viele Leute machen, weil sie sagen, das ist so ein kleiner Muskel, den muss man nicht isoliert trainieren. Arme, Schultern sind Hilfsmuskulaturen, die sind sowieso immer dabei bei einem Oberkörper-Unterkörper-Split oder bei einem Push-Pull-Split. Und für mich sind es einfach so wichtige Muskelgruppen, dass ich die trotzdem an einem extra Tag nochmal beanspruche. Und ich bin auch nicht der Meinung, dass man die jetzt nur einmal pro Woche trainieren sollte, sondern ich denke, wenn man die öfters mal regelmäßig sehr hart beansprucht, dass man da dann auch ein größeres Wachstum verursachen kann. Heißt also Tag 1 Arme, Schultern. Tag 2 zum Beispiel Rücken, Brust und Tag 3 Beine. Das wäre eine mögliche Kombination für einen Split bei mir. Wenn ich jetzt aber sage, hey komm, ich brauche für meine Beine, weil ich mich das so rausknall, nochmal einen Tag mehr Regeneration. Dann baue ich nochmal einen Arme-Schulter-Tag zwischen Beine und Rücken-Brust ein. Und an manchen Tagen, so wie heute, da fällt bei mir das Rückentraining dann in so einen geringen Umfang, dass ich es einfach mit meinem Arme-Schulter-Tag kombiniere und an dem Brusttag nochmal Arme-Schulter trainiere. Das heißt also, ich habe ein bisschen Varianz mit drin, lege aber meinen großen Fokus auf Arme, Schultern und Beine. Wobei ich halt einfach der Meinung bin, dass ich meine Arme, Schultern öfters beanspruchen kann, dass sie ein so kleiner Muskel sind, das zentrale Nervensystem deutlich weniger beanspruchen als ein hartes Beintraining.
Und so kommt das Ganze zustande. Meinen Bauch trainiere ich bei jeder Trainingseinheit am Anfang. Das ist ja eine maximale Überbeanspruchung, vor allem deshalb, weil ich den genauso hart trainiere, wie meine Beine heißt. Also da mache ich keine 100 Wiederholungen mit kaum Gewicht, sondern ich hau da rein, ich nehme da maximales Gewicht, mache nur meine 8 Wiederholungen und trainiere den total auf Hypertrophie, weil ich haben möchte, dass meine Bauchmuskeln eine besondere Tiefe haben, sodass ich auch bei etwas höherem Körperfettanteil noch einen Sixpack habe. Heißt also, die sollen wirklich meine Bauchmuskeln wie spitze Berge durch das Fett durchdrücken. Ja, und das habe ich auch maximal erreicht. In meiner Fitness-Coaching-App, da erfährst du ähnliche Informationen, aber du hast noch ein komplettes Home-Workout und viele angepasste Trainingspläne von mir, also auf verschiedene Bedürfnisse angepasst. Je nachdem, was du für Bedürfnisse auswählst und deinen Körpertyp angibst, habe ich da angepasste Trainingspläne speziell für dich, für Männer und für Frauen. Oder dann auch noch die Möglichkeit, also man hat auch noch die Möglichkeit, ob man jetzt zunehmen will oder abnehmen will oder sein Gewicht halten und einfach nur sportlicher werden. Ob man jetzt zu Hause trainiert oder im Studio, ist auch egal, weil man für beides einzelne Trainingsmethoden hat. Und das Wichtige ist, man sagt ja immer wieder 80-20, also 80% ist die Ernährung, 20% der Sport. Wobei ich da jetzt nicht 100% zustimmen kann. Ich muss sagen, beides ist unendlich wichtig. Man hat auch noch komplette Ernährungspläne, aber halt bis ins Detail. Das heißt, du bekommst eine Einkaufsliste, weißt dann ganz genau, was du einkaufen musst und dann hast du einzelne Kochrezepte über den Tag hinweg und dann weißt du ganz genau, was du essen kannst. Bei jedem Kochrezept hat es natürlich Gewichtsangaben, wie auch hier. Und dadurch bedingt hast du direkt ein Nährstofftracking abgedeckt. Du musst dir überhaupt keine Gedanken machen um irgendwas, weil du schon die perfekte Makronährstoffverteilung für deine Ziele hast. Und die Gerichte kannst du auch aus einem Portfolio von einer endlosen Gerichtsauswahl auswählen und deinen Geschmack treffen. Und damit wirst du dann auch in kürzester Zeit sehr effizient deine Ziele erreichen. Lad sie dir runter.